Tag zusammen, hier ist wieder Ben und ich habe mich einmal umgeschaut und habe gesehen, dass es eine ziemlich coole Taktik auf Shaco gibt, die ich euch unbedingt zeigen muss. Habe ich bei einem koreanischen Challenger-Player gesehen, der wirklich absoluter Shaco-Main ist. Und diese gewisse Cheese-Taktik, die sieht folgendermaßen aus, indem ihr eine Quintessenzen-Rune mit Experience reinpackt, also mit Erfahrung. Diese ermöglicht es uns dann gleich ziemlich schnell Level 3 zu werden mit nur 2 Camps. Das hier sind die Masteries, die ihr noch mitnimmt, Thunderlord Secret, ganz normal. Aber wichtig ist, wie macht ihr das jetzt? Das sieht wie folgt aus, dass ihr ganz einfach bei den Wölfen anfangt und dort ab ungefähr 40 Sekunden die 3 Boxen, die ihr hinstellen könnt, so hin platziert. Die einzelnen beiden Boxen, die an der Seite stehen, werden nämlich ganz alleine die kleinen Wölfe besiegen. Die dritte Box ist nur dazu da, um den großen Wolf abzulenken, aber die anderen beiden Boxen werden die kleinen Wölfe killen. Danach geht ihr zu einem Blue Buff. Hier in diesem Beispiel habe ich jetzt keinen Leash oder keine Hilfe von einem Kameraden bekommen, weil das ist jetzt hier ein Custom Game, was ich für euch aufgemacht habe, und da packt ihr dann sofort wieder eure Boxen hin, wann immer sie vom Cooldown runter sind, und dann könnt ihr den hier natürlich auch besiegen, wesentlich schneller natürlich, wenn ihr die Hilfe von eurem Toplaner oder von euren Kollegen bekommt, und dann werdet ihr den blauen Golem besiegen, nimmt danach die Q-Fähigkeit, weil ihr jetzt in den gegnerischen Jungle gehen sollt, um dort dann den Roten zu smiten und auch zu stehlen. Ihr springt also über die Wand und seid dann bei dem roten Camp der Gegner, werdet dann wieder eure Box dahin platzieren. Der gegnerische Jungler, der wird irgendwo anders sein, der wird sehr wahrscheinlich nicht hier sein. Und ihr könnt dann hier den roten sehr, sehr schnell umknüppeln mit diesen beiden Fähigkeiten und auch dem Level 2, den ihr habt, und natürlich auch noch dem Smite-Stack. Und dann seid ihr, nachdem ihr dieses rote Camp besiegt habt, auf einmal Level 3. Normalerweise braucht ihr immer 3 Camps erstmal, um Level 3 zu werden, wenn ihr nicht gerade die Raptoren startet. Aber hier könnt ihr sehen, wir haben es gerade so geschafft, Level 3 zu werden. Und das nach ungefähr 2 Minuten 20. Je nachdem, wie viel Hilfe ihr von euren Kollegen bekommt, könnt ihr das natürlich noch schneller schaffen. Aber so habt ihr einfach die Hoheit über den Jungle. Jetzt könnt ihr nämlich entweder eine der Lanes sofort ganz schnell ganken. Und wahrscheinlich sind die dann auch erst Level 2 und ihr könnt dann hier einen Kill abstauben, oder ihr werdet jetzt einfach warten, bis der gegnerische Jungler denn hierher kommt, um dann vielleicht den Roten zu machen, und ihr habt dann einen Levelvorteil ihm gegenüber und könnt ihn dann so schön ganken. Das klappt aber wirklich nur, wenn ihr die beiden Wölfe mit diesen Boxen dann finisht, sodass ihr da oben auf 4 CS stehen habt. Ob es geklappt hat mit den beiden Wölfen, seht ihr da oben an der CS-Zahl. Wenn dort eine 3 bzw. nachher dann 4 steht, nachdem ihr das rote Camp besiegt habt, dann hat es auf jeden Fall geklappt und ihr seid jetzt Level 3 mit diesen XP-Runen. Wie gesagt, ihr braucht davon nur eine in eurem Bild reinzupacken. Ich habe euch das ja hier am Anfang gezeigt, welche Rune Masteries ihr benutzt. Dann kauft ihr noch die Machete und die Potion dazu, damit ihr zumindest Sustain habt. Und dann seid ihr auch richtig gut dabei im Spiel und könnt jetzt einen Vorteil für euer Team schaffen. Diese Taktik würde ich natürlich nicht immer machen, weil das eine kleine Cheese-Taktik ist. Aber wenn ihr einen langsamen gegnerischen Jungler habt, wie zum Beispiel Fiddlesticks, der beim Blue Buff immer startet, oder Hecarim, dann könnt ihr diese Taktik auf jeden Fall benutzen. Wenn ihr einen gegnerischen Jungler habt, der schneller ist im Farm, wie zum Beispiel Lee Sin oder so, dann würde ich das eher nicht machen, weil ihr dann die Gefahr lauft, einfach noch zurückzufallen, weil ihr vielleicht den Roten nicht bekommt, zumindest nicht schnell genug, und dann hier vielleicht euer Leben lasst. Klappt am besten von der blauen Seite, das heißt von unten nach oben gespielt. Auf der anderen Seite, da startet der Jungler meistens unten, weil er dann die Hilfe noch von seiner Botlane bekommt. Aber wie gesagt, ihr müsst das natürlich einschätzen und dann könnt ihr auf jeden Fall Level 3 sehr, sehr schnell erreichen, ohne dass der Gegner das mitbekommt. Kommt und so dann einen Sieg für euer Team sichern. Wollt ihr euch mal zeigen hier diese schöne Cheese-Taktik? Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall in einem weiteren Video. Leute, haut rein!